Ganz herzlich willkommen wieder zum Touristik-Talk, der Gesprächssendung für die Profis der Reisebranche. Dass es dem Tourismus schlecht geht, so schlecht wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist wahrlich keine neue Erkenntnis. Keine andere Branche ist so nachhaltig durch das Virus zum Erliegen gebracht worden, weltweit. Und auch dem letzten Optimisten dürfte jetzt klar geworden sein, dass wir hier nicht von wenigen Wochen oder Monaten sprechen, bis sich alles wieder einpendelt. In der heutigen Sendung möchte ich mal die Situation im stationären Vertrieb etwas näher beleuchten. Und da hat man als Journalist immer so den Reflex, da ist der erste Weg hin zu einer tapferen kleinen Reiseagentur, wo die Expedienten sich seit Monaten bemühen, ohne Geld für Neubuchungen die Kunden irgendwie weiter zu betreuen. Das große Thema ins kleine Beispiel transformieren und dadurch Erfühl und begreifbar zu machen. Kann man machen, aber wir gehen heute mal einen anderen Weg. Große Probleme gibt es nämlich auch für die Großen der Reisebüros. Deshalb heute mal das Beispiel Lufthansa City Center. Mit der Airline haben die nur noch wenig zu tun, umso mehr mit dem Geschäftsreisesegment. Und da kracht es noch viel schlimmer. Im Studio begrüße ich gleich Markus Ort, den Geschäftsführer der deutschen LCC und Aufsichtsratsvorsitzenden der AG. Er soll uns mal die Krise schildern aus der Sicht von Reisebüros, die es gewohnt sind, jedes Jahr Millionen Umsätze im zweistelligen Bereich einzufahren und größer sind als so mancher Veranstalter. Jahrzehntelang gab es für die Reisebranche nur ein Credo. Was lackostet die Welt? Geld spielt keine Rolex. Selbst wenn die Lust der Deutschen am Urlaub machen und Weltentdecken und der globalen Landverschickung auch durch politische oder wirtschaftliche Krisen, durch Terrorakte oder Naturkatastrophen mal abflaute, immer waren es lediglich Dellen in der Erfolgsstory der Touristik. Der deutsche Reisepass als Eintrittskarte für den Globus. Es ging nicht mehr um die Frage ob, sondern nur noch um die kreative Herausforderung wohin und die finanzielle Kalkulation für wie wenig Geld. Covid-19 hat das dramatisch verändert, stärker als jede Krise zuvor. Die digitalen Spielereien, die klischeehaften Symbole, mit denen grafisch das Thema Reise für die Werbung seit jeher visualisiert werden, wirken aus Sicht von heute etwas infantil und aus einer Zeit, an die man sich zwar gerne erinnern mag, aber deren Wiedererblühen in einer Zukunft liegt, die man einfach noch nicht fassen kann. Das touristische Geschäft ist komplett eingebrochen, also das organisierte Urlaubmachen. Es liegt fast 90% unter den Werten des Vorjahres, ohne Hoffnung, dass sich in den kommenden Monaten viel ändert und die Bilder von Fernweh und Urlaubstraum nicht nur schön sind, weil man sie sich anschauen kann in Reisereportagen, sondern sie tatsächlich zu Buchungen führen. Auch der Geschäftsreiseverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen. Kein wuseliges Treiben mehr auf den Flughäfen, keine Organisation mehr von Business-Trips, wo erfahrene Reisebüros es sich zum Ziel gesetzt haben, das berufliche Unterwegssein von Menschen so stressfrei wie möglich zu planen. Wahrscheinlich wird es noch 5 Jahre dauern, bis das Niveau vor der Corona-Krise wieder erreicht werden kann, wenn überhaupt. Denn Webkonferenzen erleben gerade eine Erfolgsstory, die jede Dienstreise noch mehr hinterfragen wird. Die Lufthansa City Center sind mit fast 600 Büros in 95 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. Wenn man sich also in den letzten Jahren auf den großen Vertriebstagungen traf, dann ging es eher um Optimierung des Räderwerks im Backoffice der Industrie. Die inhabergeführten Reisebüros, die jeweils mit 20 bis 100 Millionen Euro mehr Umsatz machten als ein Großteil der mittelständischen Veranstalter, mussten ihr Geschäftsmodell nicht in Frage stellen, sondern mehr den technischen Herausforderungen, aber auch den neuen Möglichkeiten anpassen. Doch bei allem Vorteil des gemeinsamen Austauschs in der Krise und selbst bei der Annahme, dass man zu groß sei, um scheitern zu können, Covid-19 hat die Touristik derart erschüttert, dass sie sich alleine nicht mehr retten kann. Der Zusammenbruch ist eher eine Frage des Zeitpunkts.
Ein schweres Geschäft also für Markus Orth, den Geschäftsführer der deutschen Lufthansa City Center Zentrale und Aufsichtsratsvorsitzenden der LCC Reisebüro AG. Der langjährige Profi bei Lufthansa und L-Tour muss aus der Praxis heraus bei der Politik durchdringen, dass Touristik keine Nice-to-have-Schönwetterbranche ist, sondern gesamtwirtschaftlich mehr Impact hat als die traditionell überhätschelte Automobilindustrie. Ohne staatliche Hilfen für die unverschuldete Schieflage könnte es nämlich sehr bald eine Pleitewelle geben, die nicht nur Deutschlands Wirtschaft an eine Abbruchkante führt. Damit Sie mal eine kleine Vorstellung haben, um welche Größenordnung es hier geht, letztes Jahr, also vor Corona, haben allein die in Deutschland ansässigen Unternehmen über 55 Milliarden Euro für Geschäftsreisen ausgegeben. 13 Millionen Menschen waren das und die haben fast 200 Millionen Reisen unternommen und pro Tag über 160 Euro ausgegeben, also viel mehr als ein Tourist. 2020 ist davon nichts mehr übrig geblieben. Gab es deshalb einen Gipfel im Kanzleramt? Nein, natürlich nicht. In Frankfurt vor der Kamera begrüße ich daher Markus Orth. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallöchen. Guten Morgen, Herr Dransek. Guten Morgen. Also, wir werden jetzt kein fröhliches Gespräch führen können. Können Sie überhaupt derzeit noch einen Optimismus entwickeln? Naja, den müssen wir ja entwickeln, weil wir ja wissen, dass es weitergeht. Und sicherlich ist das Geschäft auf Null gefahren oder geflogen. Wir waren die Ersten, die in der Krise drin waren. Und die Touristik und auch die Airlines sind die Letzten, die wieder rausfliegen. Dennoch ist ja unsere Aufgabe, auch das Ziel nach vorne zu definieren, wie es denn weitergehen kann. Und insofern gehört ja auch immer ein Quäntchen Optimismus zu und natürlich ein Quäntchen Glück, dass es jetzt bald wieder mit kleinen Schritten vorangehen kann. Mit kleinen Schritten. Mir fällt momentan neben der Touristik eigentlich keine Branche ein, außer der Bühne oder dem Nachtleben oder den Sexarbeitern, wo die Berufsausübung seit Monaten so leidet, geradezu unmöglich geworden ist in bestimmten Segmenten. Ich brauche jetzt Sie nicht zu fragen, ob die Politik Ihnen ausreichend hilft. Das wäre wahrscheinlich eine kurze Antwort. Also lieber anders formuliert, woran liegt es denn, dass man in Berlin offensichtlich den Ernst der Lage bei der Touristik nicht so richtig erkennt? Ist das zu komplex, zu kompliziert, dieses ganze Thema? Sind die Touristiker nicht systemrelevant oder woran liegt das? Na, es ist vielschichtig. Einerseits ist die Touristik ja kein großes Konzern. Quartett, ja, das ist anders als in der Autoindustrie. Touristik ist geprägt von ganz viel Mittelstand und ganz vielen unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen, die gerade alle massiv unter der Pandemie leiden. Und andererseits ist die Touristik, anders als die Autoindustrie, natürlich nicht so stark in Berlin vertreten. Ich habe vorgestern eine Zahl gehört, die Autoindustrie hat über 1000 Lobbyisten. Und ich glaube, in der Touristik, wenn man so zusammenzählt, sind es maximal zwei, drei Hände voll von hauptamtlichen Lobbyarbeitern. Also es wird nicht richtig verstanden von den Politikern, was man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen kann. Die meisten Politiker sind ja quasi selbst nur Touristen und das ist ihr Kontakt, den sie zu der Branche haben. Nehmen wir mal die Überbrückungshilfe. Da ist ja auch eine gute Sache, denkt man, auf den Weg gebracht worden, bis man mal das Kleingedruckte liest. Also die Größe des Reisebüros. Das mag alles noch funktionieren, wenn ich so ein, ich sag's mal despektierlich, ein kleines, schrubbeliges Reisebüro habe mit einer Katalogwand hinten und ein paar Mitarbeitern, dann bekomme ich diese Überbrückungshilfe. Aber bei den Großen, also gerade jetzt bei den Reisebüros, die auch zum LCC-Verbund gehören, da sieht das ganz anders aus. Die machen mehrere Millionen Umsatz jedes Jahr, haben viele, zig Mitarbeiter. Und da kommt nichts an von der Hilfe. Was hört man denn jetzt in Berlin? Ihr seid selber schuld, weil ihr zu erfolgreich wart in den letzten Jahren, zu viel Millionen auf der hohen Kante habt? Naja, es sind auch unterschiedliche Themen. Zum einen hat die Überbrückungshilfe, sowohl die alte aus dem Sommer als auch die neue, die beschlossen wurde, eine massive Schieflage.
Zum Zweiten ist es ein Thema, dass ein Deckel obendrauf ist. Das heißt, es gibt nur eine maximale Förderung bis 50.000 Euro. Das heißt, Größe wird an der Ecke bestraft. Wenn man weiß, dass die großen Reisebüros, dann reden wir mal von Reisebüros mit mindestens 10 Mitarbeitern und mindestens 8 bis 10 Millionen Umsatz. Und wir haben viele, die deutlich größer sind, können nur einen Bruchteil ihrer Kosten absetzen. Und insofern sind diese auch benachteiligt gegenüber den kleineren Reisebüros, die volle Kosten geltend machen können und letztlich jetzt mit dem neuen Paket bis zu 50.000 Euro geltend machen können. Also das kleine Büro mit 5 Leuten macht 50.000 geltend und das große mit 50 auch. Und da ist natürlich eine Schieflage, die uns nicht passt und die natürlich auch wirtschaftlich den Kollegen, den Unternehmern im LCC-Verbund mächtig auf den Schultern lastet. Ja. Es gab ja nun mehrere Corona-bedingte, ich sag mal, Verzweiflungsphasen in der Touristik. Am Anfang war es das pure Chaos, null Geschäft, aber gleichzeitig musste man alles rückabwickeln. Dazu dann die kleine Hoffnung, dass der Sommer irgendwie wird und dann das Hin und Her mit Tests und Reisewarnung, wieder Verunsicherung, wieder Umbuchen, wieder keine Vergütung. Und jetzt der politische Rat, im Herbst und Winter doch lieber zu Hause zu bleiben. Der Geschäftsreisemarkt, der ist auch nahezu weg, wir haben es ja schon gesagt. Wie lange halten Ihre 600 Reisebüros das noch so durch? Ja, erstes Ziel ist, über den Winter zu kommen und möglichst Stabilität reinzubringen. Und Sie haben vollkommen recht, also es ist ein Riesenchaos. Es war ein Riesenchaos, es ist aber immer noch ein Riesenchaos, wenn man auf die Reisewarnung schaut. Und letztlich ist die Reisewarnung ja das Thema, was das ganze Geschäft blockiert. Und wir haben ja miterlebt, dass so sicher wie das Amen in der Kirche am Sonntag die Sonntagsbotschaft vieler Politiker war. Und da haben sie sich natürlich in den letzten Wochen massiv an dem Thema Reisewarnung abgearbeitet. Wichtig ist es an der Stelle, dass unser Ziel ist, die Politik dahin zu bewegen, dass getestet wird und dass das Quarantänethema wirklich kein Thema sein sollte, weil das würde einem zweiten Lockdown der kompletten Industrie gleichkommen. Deshalb ist auch hier die Botschaft auch aus dem Verband und auch der Unternehmer, besser Test als Arrest, also besser Doppeltest oder Einfachtest und immer besser als jetzt die Leute dann für 5 Tage zwangsmäßig in den Arrest oder in die Quarantäne zu schicken. Ich würde mir gerne noch mal auf diesen Geschäftsreisemarkt ein bisschen konzentrieren, weil der ja auch, glaube ich, bei LCC den Löwenanteil der Umsätze macht. Weniger die Strandbuchung in der Türkei oder auf Mallorca. Da erkenne ich momentan überhaupt keinen Silberstreif am Horizont. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel viele Unternehmen sagen, wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter. Die können wir jetzt nicht einfach nach China auf Montage schicken oder sonst wohin. Es gibt fehlende Budgets, weil es auch den ganzen Unternehmen auch schlecht geht. Da wird gespart, wo es geht. Und auch das Entdecken von Skype und Co., wie wir jetzt auch gerade mit Skype miteinander sprechen, hat natürlich auch die Notwendigkeit vieler Dienstreisen in Frage gestellt. Bricht Ihnen jetzt dieses Segment komplett weg oder massiv weg zumindest? Vielleicht 2 Punkte. Also wir haben 2 Standbeine in dem LCC-Verbund oder jeder Unternehmer vor Ort ist sowohl in der Touristik als auch im Geschäftsreisemarkt tätig oder war tätig vor der Krise. Das ist wichtig. Also auf beiden steht man bekanntlich ja auch besser. Das Thema Geschäftsreise ist nachhaltiger, sehr wahrscheinlich auch durch die Pandemie betroffen. Wir sind uns eigentlich alle einig, ob das Verband ist, ob das die TMCs, also die klassischen Geschäftsreisebüros sind, dass wir davon ausgehen, dass auch nachhaltig rund 20% des
Geschäftsreisemarktes ersetzt werden können, ja, durch neue Kommunikation oder durch einfach Vermeidung von Reisen, und dass es im Geschäftsreisemarkt länger dauert als in der Touristik, bis man das Niveau von 2019 erreicht hat. Man spricht sogar vage mal von 3 bis 5 Jahren, die es dauern wird, bis das Geschäftsreisenniveau wieder annähernd auf dem Niveau von 2019 ist. Aus Investorensicht, sage ich jetzt mal, gibt es vielleicht 2 Sichtweisen. Also Szenario 1, Covid-19 hat das Reisen, ob es jetzt nun das Leisure-Reisen ist oder das Business-Reisen, so nachhaltig verändert, dass man auch in vielen Jahren, Sie haben es ja gerade angesprochen, nur noch Verluste machen wird, also schnell abstoßen, in andere Bereiche investieren. Szenario 2, noch nie war es so günstig wie heute, an touristische Unternehmen heranzukommen. Jetzt kaufen, den Reiz des Weltentdeckens nutzen, diese Lust, die hoffentlich bald schnell zurückkommt und in maximal 2 bis 3 Jahren wieder goldene Zeiten haben. Wo würden Sie denn gerade zu tendieren? Wenn Sie jetzt 1 Million hätten, würden Sie die in die Touristik investieren? Naja, die habe ich jetzt gerade nicht, aber trotzdem. Ach so, schade. Trotzdem denkt man ja auch darüber nach, muss ja nicht als Privatperson darüber nachdenken, sondern wo investiert man heute in Geschäftsmodelle, die morgen auch erfolgreich sein können? Aus meiner Sicht sind das alle Modelle, die irgendwie Touch and Tech letztlich zum Kern haben, was übrigens ja auch unsere Botschaft ist für unsere Unternehmer und unsere Franchise-Kette. Also Touch im Sinne von persönliche Beratung, persönliches Fulfillment, persönliches Kümmern, aber das kombiniert mit neuen technischen Schnittstellen und neuen technischen Kundenschnittstellen. Und tatsächlich hat es ja auch schon vor der Pandemie einige Marktbegleiter gegeben oder einige Firmen, die gerade als Start-up sich an der Ecke versucht haben und auch erfolgreich waren. Also immer die Kombination aus persönlichem Kümmern, gleichzeitig aber auch möglichst prozesseinfaches Ansprechen der Kunden und den Kunden auch da abzuholen, wenn möglich auch digital, wo er tatsächlich auch den Bedarf, wo sein Bedarf anfängt. Und da gibt es einiges. Wir haben im Geschäftsreisemarkt da deshalb auch auf eine Lösung gesetzt mit Voya, die also eine klassische Lösung ist für kleinere und mittlere Unternehmen und die Geschäftsreisen sehr einfach buchbar und auch administrierbar macht. Das ist ganz wichtig, dass Sie jetzt quasi nach vorne gucken, was kann man jetzt technisch noch implementieren, um überhaupt konkurrenzfähig zu werden gegenüber dem Internet. Denn die Reisebüros sind jetzt schon lange einem Stresstest ausgesetzt und da kann man jetzt nicht auf die Selbstheilung des Marktes setzen. Nee, das natürlich nicht, aber eben in diesem Bereich von Touch and Tech und dort investieren, wo in Zukunft also Kundenkontakt, Bestandskunden oder auch neue Kunden, wo die ganz konkret nach Touristik oder Geschäftsreise suchen. Das ist letztlich jetzt die Aufgabe und ganz einfach, Downsizing ist jetzt auch keine Alternative. Strikte Kostenkontrolle ist wichtig, Budgets jetzt einzufrieren ist sicherlich wichtig, aber die Alternative ist jetzt nicht die Investitionen in die Zukunft also komplett abzuknipsen, weil damit würden wir jetzt auch letztlich die gute Basis, die wir vor der Pandemie hatten, letztlich auch zerstören und der Mehrwert des Verbunds eines Franchise-Systems würde damit auch verloren gehen. Ich würde vielleicht sogar genau das Gegenteil formulieren. Service, Service, Service und immer an den Reisenden denken, um das Motto von einem Nachrichtenmagazin mal ein bisschen abzuwandeln, ist wahrscheinlich die einzige Chance jetzt noch für den stationären Vertrieb. Das auf jeden Fall. Also ja, es gibt also 2 Sachen. Die eine Sache ist, dass ich davon überzeugt bin und das wirklich aus tiefstem Herzen, dass der Kunde, der in Zukunft reisen will, mehr Beratung braucht als jemals zuvor. Das gilt sowohl für die Geschäftsreise als auch für die Touristik. Dann bin ich davon überzeugt, dass die Extrameile zählt.
Und die Extrameile ist letztlich der Service und der Kümmerfaktor. Und da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen, auch in den Büros, und wird sich auch gegenüber den Online-Kanälen, die ich ja selber mehr als gut seit 20 Jahren kenne, da wird sich in Zukunft die Spreu vom Weizen trennen, weil der Kunde zurzeit ein erhöhtes Informationsverlangen hat. Und das muss möglichst kompetent, geschult und schnell passieren. Also insofern ist das Thema Empathie und Kümmern um das Kunde einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Was würden Sie denn denken, welcher Kunde ist schwerer zu handeln in den nächsten Monaten, der Urlauber oder der Geschäftsreisende? Also wer wird mehr Ansprüche an Sie stellen? Ja, der Kunde, es sind ja zwei unterschiedliche Kunden. Das eine ist der Kunde, der Privatkunde, der hat ja 1:1 den Anspruch. Also der sitzt, der kommt ins Büro, der ruft an, der nutzt unsere neuen digitalen Tools, also der digitalen Terminvereinbarung und der Beratung. Also das ist ja der Einzelkunde, das ist ja die Familie, die ganz viel Beratungsbedarf hat. Insbesondere hat sie Beratungsbedarf natürlich nach Produkten, die auch Corona-tauglich sind. Und sie fragen ja auch ganz andere Attribute nach. Also während früher die Strandlage die zentrale Frage für viele war, ist es vielleicht jetzt, wie ist die Sicherheitslage, wie ist die gesundheitliche Versorgung vor Ort? Das ist etwas, was der Endkunde, der Tourist einfordert und er das natürlich auch da einfordert, wo er das Vertrauen weiß. Der Geschäftskunde ist ja der indirekte Kunde, sondern der direkte Kunde von uns ist ja die Firma. Und wir sind in dem Verbund, wir haben über 13.500 mittelständische Betriebe alleine in Deutschland und Unternehmen, die mit uns ihre Geschäftsreise organisieren lassen. Hier hat zuallererst die Firma oder der Geschäftsführer der Firma, der seine Leute auf Reisen schickt, natürlich ein erhöhtes Sicherheitsverlangen. Sie sprachen eben von der Fürsorgepflicht. Also das Verlangen nach Information und verlässlicher Information ist, glaube ich, in beiden Segmenten extrem hoch. Und das Verlangen, stets auf dem aktuellen Stand zu sein, wächst ja von Tag zu Tag. Also wenn wir jetzt nicht nur Länder in der Reisewarnung haben, sondern Regionen, ja, im Zweifel in Zukunft nur einzelne Ortschaften, dann muss ja da jemand dann den Überblick behalten. Ich prophezeie, das Internet wird an der Ecke den Überblick nicht behalten. Und da ist quasi der Fachmann vor Ort, der Experte, derjenige, der auch aus Kundensicht, egal ob das Firma oder Tourist ist, die richtige, verlässliche Auskunft geben kann. Und das ist genau der Punkt. Also früher waren die Expedienten vor allem gefragt, die ein großes Wissen über die Welt hatten, die aus eigener Anschauung was empfehlen konnten. Also wenn man jetzt mal nicht den Geschäftsreisemarkt jetzt nimmt, sondern den normalen Urlaubsmarkt. Diese ganzen Tools, die man jetzt braucht, um jemanden eine verlässliche Auskunft zu geben, auch eine belastbare Auskunft, das ist ja wahrscheinlich auch die große Chance für Sie, denn da müsste jetzt dann eine Reisestelle im Unternehmen, die ist ja völlig überfordert, sich jetzt diese ganzen Risikofaktoren irgendwo auf den Schirm zu holen. Naja, das geht halt nur mit Hilfe von Technik. Also Sie müssen Wissen aggregieren. Also wenn wir jetzt bei den Geschäftsreisen bleiben und je nachdem, was für ein Unternehmen Sie haben, wenn es ein Exportunternehmen ist, was Monteure, Ingenieure quasi in die weite Welt reinschicken muss, um letztlich auch ihre Dienstleistung oder ihre Produktion auch einzubauen, ja, dann ist da natürlich ein Spezialwissen erforderlich. Und das kann heute aus meiner Sicht, können das die Geschäftsreisebüros auf Anfrage, können sie das liefern. Aber die fangen natürlich auch nicht, die dürfen natürlich nicht anfangen, hier selber im Internet zu recherchieren, sondern sind darauf angewiesen, dass sie über Tools quasi aufbereitete, ja, wie sagt man so, zertifizierte Inhalte bekommen, die dann auch belastbar sind. Nämlich letztlich auf Basis dieser Empfehlung schickt der Geschäftsführer ja seine 5 Monteure nach Afrika, um da eine neue Maschine zu installieren und einzurichten. Vor allem, wenn man sich zurückerinnert, wie Corona nach Deutschland kam, da war es ja genau dieser Punkt.
Jetzt gibt es hier natürlich noch die unabhängigen Reisebüros. Jetzt könnte man ja sagen, unabhängig ist eigentlich immer gut. Das ist kundennah mit kurzen, schnellen Entscheidungswegen. Jetzt sehen Sie das vielleicht als Chef einer so großen Kette ein bisschen anders. Lassen Sie doch mal ein bisschen provozieren. Warum wird es in wenigen Jahren keine enthusiastischen Einzelkämpfer im stationären Vertrieb mehr geben? Ja, die Frage ist, was ist Sie als... Ich weiß. Nein, die Frage ist wunderbar, weil sie ja genau auf die DNA der LCC abstellt. Also der unabhängige Reisebüro-Unternehmer, das bezeichnet ja gerade ein LCC-Büro aus, weil jeder Unternehmer vor Ort, also in seinem Landkreis, eine gewisse Größe hat, häufig über mehrere Betriebsstellen verfügt und zusätzlich ja noch Touristik und Geschäftsreise. Er selber als Unternehmer ist ja unabhängig. Das heißt, er ist im ersten Schritt nicht konzerngebunden. Dass er darüber hinaus in einem Verbund wie der LCC arbeitet, macht ihn ja nicht weniger unabhängig, sondern da schafft er sich quasi die Plattform, um von den Dingen, die man im Verbund besser löst, dann auch zu profitieren. Also ich gebe ein Beispiel, also die Technik, also dieses ganze NDC-Thema, was wichtig ist aus Airline-Sicht, was auch wichtig ist aus Kundensicht, was uns neuen differenzierten Content bildet. Das als unabhängiger, alleinstehender Reisebüroinhaber zu installieren, war unmöglich und ist heute nahezu unmöglich. Das im Verbund zu tun, macht hochgradig Sinn. Nehmen Sie mal Marketing und Werbung. Das alleine zu tun, um Reichweiten zu schaffen, um Google, also Algorithmen einzurichten, um sehr gesteuert auf den Unternehmer auszurichten, macht natürlich kann ein Einzelreisebüro-Unternehmer machen, macht aber umso mehr Sinn, wenn man in den großen Verträgen sind, die einem natürlich Kostenvorteile bietet. Das Gleiche gilt im Bereich des Einkaufs, das Gleiche gilt im Bereich der Telefonie, der Ladenausstattung und in Zeiten der Krisen, Provision und in Zeiten der Krise löst man Probleme gemeinsam einfach besser als alleine. Also das ist etwas, was ich merke, dass der Verbund der LCCs und das ist ja die Kollegen, die den internationalen Teil machen und wir, die den deutschen Teil machen. Es ist ja mit beiden Einheiten verbinden wir ja 600 Reisebüros global, weltweit, die auch untereinander Geschäft machen. Es ist einfach einfacher, in einer großen Familie zu sein und Probleme zu teilen, wie man heutzutage sagt, und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, als wenn da jeder für vor sich selber herumwurschtelt. Und das ist eines, da bin ich auch überzeugt, diese Vorteile werden natürlich gerade in Krisenzeiten bewusster. Ja, wenn alles gut läuft, alles erfolgreich ist, jedes Jahr aufs neue 2-3% Wachstum da ist, was wir ja hatten in den letzten Jahren, da neigt man ja auch zu Alleingängen und würde sagen auch ein bisschen zum Egoismus. Dann, wenn es schwierig wird, dann rauft man sich zusammen, rückt näher zusammen, auch wenn das jetzt unter Corona nicht das richtige Wort ist, aber Abstand halten. Das Wort Familie, das gefällt mir jetzt. Abstand halten, aber trotzdem im engen Netzwerk zusammenarbeiten. Das ist im Moment so unsere Devise und deshalb, ich glaube, seit Anfang der Krise, ich sag mal, mindestens 100 bis 200 gemeinsame Veranstaltungen auf allen Ebenen des Franchise-Systems. Nächste Woche machen wir unseren 50. Podcast. Also auch wir setzen auf Medien, auf alte Medien, die in Krisenzeiten sich bewährt haben, um da also sowohl so für altes Podcast ja nicht. Kunden, aber Radio und Sprache ist ein altes Mittel. Und wichtig ist ja, wir können Informationen teilen und Informationen zu teilen, die sowohl den Kunden interessieren, den Expedienten als auch den Leistungsträger und die Mitarbeiter hier in der Zentrale. Das ist ein tolles Instrument, um zu unterschiedlichen Themen, die Leute interessieren, wirklich auch Formate zu haben, die auch für uns Content schaffen, damit wir in Kontakt bleiben,
mit Leistungsträgern, Kunden. Ich komme trotzdem noch mal auf die Familie zurück. Wenn Sie jetzt so entdecken, dass eines Ihrer 5 Kinder den Wochenendtrip mal so ganz alleine übers Internet bucht, gibt es da eine Standpauke? Ach nee, natürlich nicht. Ja, also wenn es denn nur der Wochenendtrip ist, ich meine, das, was doch wichtig ist, das ist auch das, woran ich glaube, die klassische Pauschalreise, die also Commodity ist, und dazu würde ich auch mal die klassische Städtereise zählen, wird früher oder später doch automatisiert werden können wie ein Geldautomat. Ja, das ist aber auch das Geschäft, wo keine Marge und keine richtige Wertschöpfung entsteht. Das nimmt jeder natürlich heute noch gerne mit. Aber vor der Krise haben wir gesagt, wichtig ist doch das Sortiment von der Mitte nach oben. Also da, wo auch Beratungsbedarf auch in Zukunft ist. Da, wo die Kunden, die auch mehrfach im Jahr reisen, letztlich auch ihr Geld ausgeben. Da, wo große Buchungslose passieren. Das heißt, überall da, wo Marge entsteht und höhere Provisionen, so macht es ja auch Sinn, Extra-Service anzubieten. Und da wird sich die Spreu auch vom Weizen trennen. Nur, die Pandemie hat jetzt irgendwie einen Flock reingehauen und jetzt ist ja allein schon die Städtereise, ist ja schon beratungsbedürftig. Also das heißt, wir sind, also man kann sagen, die Branche geht in der Beratung zurück auf los. Ja, weil jetzt ist im Moment jede Form der Reise, ob einfach oder komplex, ob eine Pauschalreise, eine Städtereise oder eine Rundreise, eine Nah- oder eine Fernreise, jedes Stück Reise bedarf heute der Beratung. Und insofern bin ich mir sicher, dass auch meine Kinder, die auch verantwortungsvoll mit so Themen umgehen, dass sie sich jetzt in der Situation lieber zweimal informieren und dass sie sich nicht alleine auf die Informationen im Internet stützen und vielleicht den Freund anrufen oder einen Bekannten oder vielleicht auch ein Reisebüro, um sich hier eine zweite Meinung zu holen. Das ist, glaube ich, wichtig. Die zweite Meinung in der Reiseauswahl neben der Online-Buchung, die gewinnt derzeit an Bedeutung. Okay, na, bei Ihnen in der Familie, an der Quelle saß der Knabe, Papa wird es schon richten, Papa wird sie auch bezahlen. Als begeisterter Läufer, ich habe mal irgendwo gelesen, Sie hatten sogar mehrere Halbmarathons schon hinter sich, haben Sie zumindest einen langen Atem. Ich darf mich für heute bedanken fürs Gespräch, Markus Ort. War sehr nett, war sehr interessant. Lieber Jürgen Drensek, vielen Dank, war ein sehr angenehmes Gespräch und hoffentlich auch bald wieder mal persönlich. Bis dahin, tschüss. Genau, persönlich, das wäre schön. Danke. Ja, das war es also für heute im Touristik-Talk von Was mit Reisen, Ihrem Magazin für die Profis im Tourismus. Kein sehr erbauliches Thema, ich weiß, aber so sind die Zeiten halt gerade. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Hoffe, wir sind bald wieder zusammen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall das Beste. Machen Sie es gut, irgendwie. Tschüss.